في مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآي والعبر هنا النعيم وليس النفس ندفعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ich rede heute nicht über Tafsir, sondern ich rede über ein wichtiges Thema, und zwar wie komme ich raus von diesem Bereich der Faulheit und Trägheit. Das ist ein großes Problem. Viele leiden darunter und viele leiden auch unter Taswif. Taswif bedeutet, das stammt im Arabischen von Saufa. Saufa ist eine Präposition, die kommt mit einem Präsensverb. Also auf Deutsch, ich werde machen. Ich werde, dann werde ich machen. Also das bedeutet, man verzögert immer seine Arbeit. Weil die Seele mag die Arbeit nicht. Mag alle Sachen nicht, die versuchen, sie von diesem Bereich zu retten. Die Natur der Seele, sie mag Faulheit und Trägheit. Das ist ihre Natur. Deshalb, du gehst nicht zu einem faulen Mensch. Du sagst ihm, wie hast du das erreicht? Was hat er erreicht? Nichts. Du gehst zu jemandem, der gegen seine Seele gearbeitet hat. Er hat was erreicht. Dann fragst du ihn, wie hast du es gemacht? Wie hast du es erreicht? Weil er gegen seine Seele gearbeitet hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam redete über diese Natur der Seele. Und er redet auch über diese Zeit, wo die Seele faul wird. Es gibt eine Seele, die fleißig ist, aber manchmal kommt diese Faulheit. Das ist normal. In dieser Zeit der Faulheit, man muss seine Verpflichtung machen. Nehmen wir an, du machst immer freiwillige Gebete, du machst viel Azkar, aber es kommt eine Zeit, ein Tag, zwei, drei, die Seele wird müde und faul. Das ist eine gesunde Faulheit, das ist wie eine Pause. Das ist normal, aber ich rede hier über eine Seele, die verzögert lange, sehr lange. Und sie macht nichts viel. Hier gibt es viele Lösungen. Die erste Lösung ist Dua. Dua ist ein Mittel, aber ein aufrichtiger Dua. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass du aufrichtig bist und dass du willst was erreichen in jeder Art Dienerschaft. Allah subhanahu wa ta'ala hilft dir. Und zweite Sache, das Lesen von Biografien von As-Salihin. Weil die Gelehrten sagen, die Biografien von guten Leuten,
das ist wie Soldaten von Allah subhanahu wa ta'ala, weil die unterstützen dich. Du liest eine Biografie von einem Anbeter oder von einem Gelehrter oder von einem jemand, der in Da'wah arbeitet. Du liest das und du findest, dass du fleißig geworden bist. Du willst was machen. Dann stehst du auf. Also das und du spürst, dass diese Faulheit ist abwesend. Das ist eine große Sache. Man soll hören oder lesen die Biografien von vielen gelernt. Du siehst diese Persönlichkeiten teilen sich auf drei in der Geschichte, auch jetzt und auch ein Bereich, wo ein Mu'min bewegt, sind drei Bereiche. Ersten Bereich ist das Wissen. Allah sagt: "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq." Qira'a. Qira'a ist Wissen. Also Bereich des Wissens. Ja, du bewegst dich in diesem Bereich. Zweiten Bereich: "Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir." Ja? O du Zugedeckter, steh auf und warne. Da'wa. Dreitens, ja, Juhel Muzzammil, genau, dieselbe Ansprache an Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Qum il-layla illa qalila. Also steh auf und bete die Nacht. Außer ein kleinen Teil. Das bedeutet, dritter Bereich ist die Anbetung. Die Persönlichkeiten sind auch geteilt auf drei. Es gibt die Leute, die haben sich mit Wissen beschäftigt. Das ist wie Imam Malik, Imam Ahmed, Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Also viele Imme. Es gibt Tausende von Khalil Ahmed al-Farahidi, Sibawi. Zum Beispiel, wenn du liest die Biografie von Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, der Linguistiker, und das ist derjenige, der die arabische Sprache als Regeln aufgeteilt hat, gegründet hat. Weil die Regeln waren im Gehirn von Sahabi, von Tabi'i. Da kam Al-Khalil und der ist geboren im Jahre 100 nach Al-Hijra. Und Al-Khalil ibn Ahmed, das war ein Genie. Das ist jemand, der hat ein Wörterbuch geschrieben. Er hat Mathe benutzt. Irgendeinen Tag werde ich euch das zeigen. Und wie hat er das gemacht? Das ist ein Genie. Al-Khalil ibn Ahmed, die Schüler von ihm sagen, wir leben mit dem Wissen von Al-Khalil. Also, die sind bekannt geworden. Und die haben Geld, also die leben mit dem Wissen von Al-Khalil. Und Al-Khalil, der lebte sehr arm. Also die haben gesagt, Nadr ibn Shumayr, ein Schüler von ihm, hat gesagt, der Al-Khalil hat keinen Unterschied gemacht zwischen Steine und Geld. Also das war ein Denker. Er kommt raus von seiner Wohnung, hört Al-Adhan, geht in die Moschee. Und er denkt nach unterwegs und dann, er geht nicht in die Moschee, er vergisst sich und er findet sich außerhalb der Stadt. Khalil ibn Ahmed, das ist eine große Persönlichkeit. Khalil ibn Ahmed, er lebte für viele Projekte, für arabische Sprache. Weil, wie kannst du den Koran verstehen, wenn du die Regeln nicht kannst? Und wenn diese Regeln nicht geschrieben wurden und angeordnet, wie willst du sie kennen? Weil die Regeln, wie ich gesagt habe, die waren im Gehirn von Sahabi. Aber er hat das Wissen von Grammatik, hat das gegründet. Das war schon im Gehirn. Aber er hat das als Wissen gemacht. Das ist wie Imam Shafi'i mit Usul al-Fiqh. Oder Imam Abdul Qahar al-Jurjani mit Rhetorik. Das sind die großen Imme, das sind besondere Leute.
Du findest viele, es gibt diese Umma, die hat viele Vorbilder, das ist nicht wie anderen Ummen, die bringen, die, sie machen eher ein Vorbilder aus dem Wahn. Ja, aber diese Umma hat Millionen von Vorbildern im Wissen, im Al-Ibada, wenn du auch in Ibada suchst. Es gibt Hassan al-Basri, es gibt Abdullah ibn Zubair, es gibt auch diese Gelehrten, die Ibada von Ahmed. Ahmed, der hat jeden Tag, Imam Ahmed, 100 Raka'a freiwillig gebetet. Deshalb Imam ibn Qudam al-Maqdisi, das war auch Hanbali, hat gesagt, hat immer Dua gemacht, Allahumma, oh Allah, gib mir al-Ibada von Ahmed. Er hat die meisten Raka'at in der Duha gebetet, auch in der Nacht. Und Imam, ich gehe zum dritten Bereich. Dritten Bereich ist der Dawa. Es gibt viele, viele Persönlichkeiten, viele, viele Vorbilder von der Dawa. Jeder Sahabi war ein Da'i, jeder Tabi'i, jeder Imam war ein Da'i. In dieser Zeit, es gibt auch viele Beispiele. Es gab ein Arzt, er hat auch Wissen, aus Kuwait. Abdurrahman Smet, das ist ein Arzt. Er lebt in Afrika. Sein ganzes Leben hat alles gelassen. In Kuwait war Arzt, reich und alles. Er hat alles gelassen mit seiner Frau, auch seine Kinder. Und er lebt in Afrika. Millionen von Menschen sind durch ihn Muslim geworden. Manchmal ganze Stamm ist Muslim geworden. Ganz Stamm. Und erzählt seine Abenteuer dort mit Schlangen, mit Leuten, die wollten ihn töten. Heiden dort. Aber er hat großen Erfolg gehabt. Und die haben ihn gefragt, warum gibt es Erfolg in Afrika? So schnell kommt ein ganzer Stamm zum Islam. Nicht wie in Europa hier oder woanders. Er hat gesagt, dass in Afrika die Leute, die wurden nicht viel manipuliert. Es gibt einen Stamm, die haben keinen Fernseher. Die lesen keine Zeitungen. Die wissen nichts. Er hat ein Dorf dort gefunden, die heißt Mekka. Also die Vorfahren von ihnen waren Muslime. Diese Leute, die haben alles verloren. Aber die sagen, wir sind Muslime, aber die sind Heiden. Und dieser Dorf von ihnen, der heißt Mekka. Die sind auch Muslime geworden. Er hat sein ganzes Leben dort geopfert. Und seine Frau, seine Kinder. Also diese drei Bereiche, du findest immer Leute, Vorbilder. Weil das Vorbild ist sehr wichtig. Du kannst über eine Idee reden, über eine Aqida reden. Aber die Seele braucht immer eine Persönlichkeit, die diese Idee gelebt hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Prophet sallallahu alaihi wa sallam, فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي, redet über Propheten und sagt zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, folge diesem Propheten. Allah hat Bilder, Vorbilder von dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gezeigt. Nuh und Ibrahim und Yusuf, diese Geschichten, die kamen, um Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu festigen und Mut zu geben, motivieren. Der Prophet hat auch, Allah hat ihm das gegeben. Deshalb das Thema Vorbild, das ist sehr wichtig. Die menschliche Seele braucht das. Du siehst Jugendliche, die hängen die Bilder von Sportler und von Sänger, von vielen Menschen, von Schauspieler. Er braucht das. Deshalb, wenn du das Wissen studieren willst, wenn du ein Abid, ein Anbeter, wenn du eine Da'wa machst, du findest immer große Vorbilder in jedem Bereich. Diese Vorbilder, sie geben dir diese Motivation. Also wenn du das liest, eine Biografie von einer Persönlichkeit, ein Vorbild,
Du merkst, dass eine neue Seele, eine neue Seele, du hast eine neue Seele bekommen. Und du vernichtest diese Faulheit und Trägheit. Und du spürst, dass deine Seele frei geworden ist und leicht. Warum? Weil du hast gesehen, dass diese Aqida oder diese Prinzip von dir im Wissen oder im Da'wa oder in der Ibadah, das hat jemand praktiziert und hat das geschafft. Und manche Gelehrten, es gibt manche Leute, die haben 12 Stunden pro Tag studiert und gelesen. 12 Stunden pro Tag. Und es gibt andere, die haben mehr als 12 Stunden. Einer, der heißt Abdul, habe ich schon mal euch gesagt, Abdul Misir, der war ein Atheist und dann war ein Kommunist, Atheist. Er studiert in Amerika und danach hat angefangen, wirklich über Islam zu lesen. Ist sehr, sehr intelligent. Also es gibt Leute, die waren Atheisten, Kommunisten. Und wenn du ihn siehst, denkst du, es ist kein Muslim. Kein Bad hatten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Leute rechts geleitet. Und die haben einen Teil von dem Islam viel gelesen. Ja, die haben viel gelesen. Und weil sie eine große Basis und sind vertieft in westliche Philosophie, die haben Bücher geschrieben, die sind sehr, sehr, sehr besonders. Wie zum Beispiel der ehemalige Präsident von Bosnien, Ali Izzet Begovic, der war kein Kommunist, der war Muslim von Anfang. Aber in der Zeit, wo er gelebt hat, in diesem Kommunismus, bei dieser Tito, dieser Verbrecher, die dürften nicht den Koran lesen. Wenn du ein Mushaf hast, du wirst im Gefängnis. Er war im Gefängnis. Aber sein Verständnis an diese westliche Philosophie, weil er hat es studiert, hat es nicht nur studiert, sondern er hat das tief verstanden. Ja? Und er hat sein Buch Islam zwischen Osten und Westen geschrieben. Das Buch ist sehr, sehr, sehr besonders. Das Buch, er hat es nicht für Muslime geschrieben. Er hat es für die Welt geschrieben. Er hat das für die Welt geschrieben. Deshalb, und auch dieser Abdul Misir, der hat 18 Stunden gearbeitet. Deshalb wurde er am Ende krank. Und er hat auch besondere Bücher geschrieben. Weil er hat die Welt verstanden. Ja, deshalb, du findest in jedem Bereich viele Vorbilder, die dir diese Motivation geben. Deshalb, man soll wirklich sich befreien von dieser Faulheit und Trägheit. Und man soll einen Plan machen. Dieser Plan wirst du nicht vollkommen erreichen, aber du wirst ein Teil. Drittel oder Mitte oder Hälfte. Und du sagst, ohne diesen Plan hätte ich nicht diese Mitte, diese Hälfte erreicht. Und jeden Tag, du sollst jeden Tag was machen. Egal wie viel, 3 Seiten, 5 Seiten, 1 Stunde lesen. Oder du sagst, ich lese pro Tag 10 Seiten, 5 Seiten pro Tag. Aber du sollst das immer machen, jeden Tag machen. Oder bei Gebete, 12 Rak'ah pro Tag, wenn du, oder Azkar, das sollst du immer machen. Ja, bis du bekannt mit dieser Eigenschaft. Also, wenn du sagst, dieser Mensch ist ein Musalli, jemand, der Anbeter, der macht das Salat. Du siehst ihn auf der Straße und du beschreibst ihn mit dieser Eigenschaft von der Salat. Betet er auf der Straße? Nein, er läuft auf der Straße. Aber diese Eigenschaft ist fest zu ihm, untrennbar von ihm. Du sagst, das ist Talib Ilm.
Du siehst ihn auf der Straße. Bedeutet, diese Eigenschaft wurde untrennbar von ihm. Und das ist das Schöne. Und wenn du krank bist und diese Sachen nicht machen kannst, du bekommst denselben Belohnung. Deshalb, jede Sache muss jeden Tag gemacht. Egal wie viel. Eine Seite pro Tag. Wenn du, weiß nicht, wenn du nicht eine Seite pro Tag, zwei, drei, wie viel du willst. Aber wenn du kannst, mach mehr, 30 Seiten pro Tag, 50 Seiten pro Tag. Dass du ein Buch in einer Woche, 10 Tage, bist du fertig mit einem großen Buch, dann machst du weiter. Du bildest dich ein, du bildest dich auf. Du bildest dich aus, du baust dich auf. Aber diese, wie ich gesagt habe, muss jeden Tag geben, einen Plan, was du willst. Wo ist deine Stärke? Auch in Bezug auf Wissen. Was magst du? Welche Fach magst du? Es gibt Leute, die mögen Al-Aqida, manche mögen Tafsir. Ja? Also beschäftige dich mit Sachen, die du siehst, dass deine Seele es mag. Auch Al-Ibadat. Manche, die sagen, ich kann 1000 Raka'a beten, aber ich gebe keinen Euro. Ist geizig. Manche sagen, ich gebe Tausende von Euro, aber ich kann nicht so viel beten. Manche sagen, ich kann nicht fasten. Freiwillige fasten kann ich nicht, aber ich kann viel beten. Bete viel. Die Sachen, die Allah dir gegeben hat, du findest, dass deine Seele es mag. Mach das. So viel, wie du kannst. Ja? Wenn du merkst, dass du Fähigkeit hast, eine Dawa zu machen, dann studiere. Bei Dawa, du sollst dich fühlen mit dem Wissen. Richtig fühlen mit dem Wissen. Du sollst eine Art Qualität haben. Ja. Dawa ist eine besondere Tat. Und das ist ein Level, ein hoher Level. Nicht jeder macht Dawa. Es gibt viele, die reden. Aber wenn du wirklich willst, dass du richtige Dauer machst, du sollst lernen, du sollst hören, studieren, lesen. Ja, wenn du spürst, dass du reden kannst, dass du die Leute beeinflussen kannst, das sind Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala, dann mach das alles ordentlich. Mach Dauer ist ein Erbe von Propheten, das soll ordentlich gemacht. Und du sagst nicht Sachen, wo du kein Wissen hast. Wenn du nicht weißt, sag ich weiß nicht. Wenn du was erklärst, dann erklär das richtig, damit die Schüler es verstehen. Ja, das ist meine. Und am Ende, das ist alles ein Kampf gegen die Seele. Ein großer Kampf gegen diese Seele. Ja. Und es gibt viele Hindernisse. Deine Seele und was sie mag, Shayatin, sind ein großer Hindernis. Die Leute sind Hindernis. Kann sein Leute, mit denen du lebst. Kann sein Freunde. Kann sein Familie. Leute, das ist auch Hindernis. Es gibt Menschen, er will studieren, aber er hat 700 Freunde oder Allahu a'lam wie viel. Oder er ist in 60 Gruppen im WhatsApp und Telegram und er muss alles lesen. Er wird nichts erreichen. Das, man redet jeden Tag und man soll wirklich alles mindern. Auch die Freundschaften soll man mindern. Ja, wenn du wirklich was erreichen willst. Ja, und das ist wichtig. Ja, und nicht jemand ruft dich an und du springst zu ihm, du gehst, nein. Du hast, wenn du liest, dann liest du. Wenn du Al-Ibada machst, dann machst du Al-Ibada. Ja, wenn du Al-Dawa machst, dann machst du Al-Dawa. Du hast deinen Plan. Wenn jemand klingelt, machst nicht auf. Ja, wenn man anruft, nimm nicht an. Du hast was zu tun.
Aber wenn du dich verzettelst, du wirst so bleiben. Es vergehen viele Jahre und du findest, du bist noch Herr A. Du bist noch Herr A. Du wirst nie zu Herr B kommen. Du bleibst so. Du lebst klein und du stirbst klein. Das ist das. Aber wenn du was erreichen willst, du sollst gegen deine Seele arbeiten, kämpfen. Die Seele ist wie ein Kind. Du sollst ihn abstillen. Lass ihn schreien. Aber danach, nach einer Woche, zwei, drei, 40 Tage, wird die Seele annehmen, was du machst. Auch wenn du redest, rede immer positiv. Dein Verstand, er nimmt alles, was du sagst. Also rede immer positiv. Ich kann. Viele Leute sagen, ich versuche. Ich hasse diese Verb. Ich versuche. Was versuchst du? Sag inshallah, ich mache. Ich versuche. Ich versuche, du bist. Wenn du sagst, ich versuche, dann es bedeutet, du hast eine Niederlage bekommen. Von Anfang, ich versuche. Was versuchst du? Allah hat dir diese Fähigkeit gegeben. Sag Bismillah, idha azamta, fatawakkal ala Allah. Wenn du dich entschlossen hast, dann, wenn du dieses Entschlossenheit erreicht, dann tawakkal ala Allah. Vertraue auf ihn und mach es sabab. Dann bekommst du, inshallah, die Früchte. Sag nicht, ich versuche, ich mache. Und immer positiv reden, nicht negativ. Ich schaffe das, ich lerne, ich lese. Ja, immer positiv. Das ist kein Arroganz oder sowas, nein. Du redest positiv. Wenn du positiv redest, deine Seele wird in diese Richtung gehen. Wenn du, das Problem viel, das ist die Erziehung. Viele reden negativ. Ich kann das nicht. Das ist zu viel. Ich habe keine Zeit. Ich bin alt geworden. Allah, vor 10 Tagen, ich habe eine Liste gelesen von den Menschen, die mit 80 Jahren Doktorarbeit erreicht haben, geschrieben haben, diese Doktortitel in verschiedenen Bereichen. Ich habe das ein Jumu'ah gesagt, weil ich habe geredet über Eifer und so. Und ich habe gesagt, dass viele haben Doktor erreicht. Ein Italiener ist Physiker. Mit 90 Jahren hat Doktor seine Doktorarbeit geschrieben in Physik. Einer aus Pakistan hat in Politikwissenschaft geschrieben. Da kam einer am Ende, ich sage euch jetzt, wir reden negativ. Da kam einer, der sagt, ja, was, er erreicht seinen Doktortitel mit 90, 80, aber was macht er mit dieser, der hat mir so gesagt. Ich habe gesagt, du hast mich nicht verstanden. Ich habe gesagt, du hast mich nicht verstanden. Er ist 80 Jahre, hat es erreicht. Wie alt bist du? 30, 40? Kannst du nicht was erreichen in deinem Leben? Und Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn in Hand von einer von euch, also ein Fassila ist eine Sache, was man pflanzt, und er weiß es morgen, den Tag der Auferstehung ist, er soll das pflanzen, obwohl er weiß, es wird nicht groß werden, wachsen, die wird nicht wachsen. Aber er macht das. Das ist positiv. Schau mal, Umma, die denkt negativ. Ja, was macht er 80 Jahre? Das ist nicht Zweck meiner Aussage. Deshalb ich habe gesagt, eine Liste von Leuten mit 80 Jahren, groß Eifer. Und es gibt einen aus Irak, der ist 72 Jahre alt. Er hat seine Masterarbeit geschrieben. Und seine Professoren, die mit ihm diese These diskutiert haben,
Die haben gesagt, dieser Mann, der hat uns wirklich, der hat uns sehr gefallen, wie er tief schreibt und sucht und analysiert. 72 Jahre alt. Einer aus Philistin, 67 Jahre alt. Aber das ist diese, wenn man positiv ist, kann man viel erreichen. Wenn man negativ ist, egal wie alt ist er bleibt immer so. Wenn du positiv bist, der Mensch hat ihm Allah subhanahu wa ta'ala eine starke, eine große Fähigkeit. Kann alles erreichen, was er will, mit Allahs Hilfe. Deshalb, man soll immer positiv denken, nicht negativ. Und wenn du einen Freund hast, der negativ ist, das ist kein Freund. Das sollst du ihm meiden. Also du sollst ihm opfern. Also lass ihn. Wallah, du sollst ihm lassen. Deshalb, die Leute, die dich hindern und die immer negativ reden, wenn du sagst, ich habe ein Projekt angefangen, ich will Koran lernen oder ich will Surat al-Baqarah lernen. Wenn einer sagt, du schaffst das nicht, du wirst es nicht schaffen, das ist kein Freund. Das ist kein Freund. Das ist ein Stein in deinem Weg. Du sollst immer suchen, jemand, der positiv sagt, mach bitte, mach weiter. Mach weiter. Das ist ein Freund. Wenn du diese Art nicht findest, dann bleib alleine. Zieh dich zurück und mach das. Du findest einen Genuss. Wenn du vorankommst, du findest, Allah gibt dir ein Genuss. Dieser Genuss wird dein Leben umfassen. Und das ist genügt dich in allen Bereichen. In al-Ibadah, in al-Ilm, in al-Dawah. Das ist eine Welt. Allah gibt dir eine Welt. Du wirst zufrieden sein. Ja? Obwohl der Mensch nicht allein leben kann. Aber ich sage, du wirst eine kleine Welt haben. Obwohl du mit Menschen bist, aber du bist in dieser Welt. Und du machst immer weiter. Ja? Also, das ist mein Halaqa für heute. Ich wollte heute euch motivieren. Und weil viele haben Probleme. Viele fangen an und hören auf. Das ist eine Krankheit, ist das. Krankheit der Seele. Viele fangen an und dann hören sie auf. Ich weiß das, weil ich lehre. Viele, seit Jahren, die fangen an, die hören auf. Und wenn ich irgendwann eine Pause mache oder aufhöre, da kommen sie und sagen, ja, wann fangen sie an. Wenn ich anfange, sind nicht da. Die kommen nur, wenn ich eine Pause mache. Die wollen studieren. Aber wenn ich anfange, und machen wir 6 Monate oder Allah einen wie viel, die sind nicht da. Dann kommen die. Und das ist Jahren so. 6 oder 7 Jahre. Die haben nichts gelernt. Sei wie ein Stein oder wie ein Palme. Wenn du was beginnst, bleib dran. Bleib dran. Wallah, bleib dran. Auch wenn du nichts verstehst am Anfang. Bleib nur dran. Du wirst verstehen. Wallah, es gibt einen Muezzin in einer Moschee. Er kam aus einem Dorf. Er ist Analphabet. Und wir haben ihm als ein Muaddin gemacht. Er macht Adhan und er sitzt. In Marokko gibt es eine Tradition von früher, dass die Leute, die lesen Al-Quran, aber gemeinsam, alle lesen auf einmal. Und also jeden Tag lesen ein Teil. Nach dem Fajr und nach dem Maghrib. Und er sitzt, dieser Mann. Er sitzt. Ja, er sitzt und er hört. Er hat den ganzen Koran gelernt. Vom Hören. Er hört nur. Ja,
weil sie nach einem Monat, sie beenden diese Rezitation. Also, und er sitzt jeden Tag da. Ja? Also 12 Mal hört er pro Jahr. Also in einem Monat beenden sie diese Rezitation vom ganzen Koran. Also 12 Mal pro Jahr hört er. Er hört. Und wenn jemand sitzt und liest, er hört auch. Nur vom Hören. Und es gibt Leute, die kamen zu Halaqat von Al-Ilm und sie haben geschlafen in dieser Halaqat. Aber sie haben die Belohnung von dieser Halaqat und Al-Baraka von Wissen bekommen. Und Ad-Dua von Al-Malaika. Ja, nehmen wir an, jemand, er sitzt und sein Kopf ist gar nicht da. Er ist nur anwesend, weil er liebt das Wissen. Er sitzt nur im Hadith Sahih. Die Leute, die sammeln sich, um Al-Quran zu studieren, Al-Ilm, weil die Quelle von Al-Ilm ist Al-Quran. Al-Aqidah ist Quran. Die Quelle von Al-Aqidah ist Quran. Quelle von Al-Fiqh ist Quran. Quelle von Al-Hadith ist auch Quran. Weil du verstehst viele Sachen gemäß den Regeln von Al-Quran. Und diese Leute, es gibt Engel, die wurden geschickt, die kommen runter für diese Halaqa, die schreiben Namen von diesen Tullab. Ja? Und die gehen zu Allah subhanahu wa ta'ala und die geben ihm den Namen von dir. Allah weiß, wer sind diese Leute. Aber die Engel sagen zu Allah, aber dieser Fulan, der war nicht mit ihnen. Er lief vorbei und er saß. Allah sagt zu ihnen, humul qawmu la yashqa bihum jalis. Also, es bedeutet, jeder, der kommt zu ihnen, nah, und er sitzt mit ihnen, obwohl er kein Talib ist, er wird auch diese Glückseligkeit bekommen, was sie auch bekommen. Nehmen wir an, jemand, der versteht nichts, er bekommt Al-Baraka und die Belohnung von Al-Ilm. Ja? Aber was sagen wir zu einem Talib, der ist achtsam und er hat eine gute Absicht und er will seinen Umma helfen und er ist fleißig und er liest und lernt und er sitzt und er will, er lebt das. Das ist nicht nur ein Hobby, das ist sein Leben, sein Projekt des Lebens, Al-Ilm. Was sagen wir über diese Talib? Was für Belohnung wird er bekommen? Wie der Prophet gesagt hat, ich habe es oft gesagt, die Engel stellen flügen nieder, zufrieden. Also sie sind zufrieden über was er macht. Auch die Ameisen, die beten um Vergebung für ihn. Die Fische im Meer beten um Vergebung für ihn. Was für Belohnung ist das, was für Baraka, was für Segen ist das. Aber die Leute, die lassen das. Weil, wie ich gesagt, es gibt viele Hindernisse, aber man soll stark sein, man soll stärker als diese Hindernisse. Ja? Okay, inshallah, das ist unsere Halaqa für heute. Ich habe viel geredet. Inshallah, wenn ich dazu komme, dann können wir oft solche Halaqat, nicht nur Tafsir, sondern Halaqat zum Motivieren, also Motivation. Wir brauchen diese Motivation. Weil, wie gesagt, die Hindernis auch davon, dieser Materialismus, diese Fitne von der Dunya, Verführung von der Dunya. Also ich rede nur einen Satz und dann hören wir auf. Diese Verführung von der Dunya, wenn du erreichst, dass du diese Dunya erniedrigst in deinem Herz. Also, du erniedrigst die Dunya in deinem Herz. Das bedeutet, die Dunya wird kein... Dunya hat einen Wert. Aber bei dir, die Dunya wird keinen Wert haben. Du erniedrigst sie. Weil du hast was Besseres. Ja? Du hast was Besseres. Du hast...
du schätzt die Dienerschaft, du schätzt das Wissen, ja, du schätzt, was Allah dir gegeben hat. Ja, Dunya ist ein Mittel, deshalb bleibt ein Mittel, kein Ziel. Wenn die Leute prahlen sich und wenn die Leute fordern sich heraus mit der Dunya und diese soziale Kämpfe, jemand hat ein Auto, der andere kauft ein, ich weiß nicht was, der will immer besser als ihn sein. Da kommt seine Frau und sagt, schau mal, mein Schwester, ihr Mann hat ihr eine Kette Gold gekauft und du hast mir nichts gekauft. Und er wird in diesen Bereich reinkommen und er vergisst sein Ziel im Leben. Ja, ich erniedrige das. Ich sage euch, ich erniedrige diese Sache, diese Vorstellungen. Die Leute, die leben dafür. Und das soll man, Talib, er soll sowas wirklich erniedrigen in sein Herz. Diese Vorstellung von die vielen Muslime, sie verehren die Dunya. Diese Farben von der Dunya und das alles. Weiß nicht. Es gibt Leute, die sagen, sie sind praktizierend, aber die sind Materialisten. Aber in Form sind die praktizierend. Aber im Kern sind die Materialisten. Sie verehren solche Sachen. Diese Dunya und weiß nicht, Kleinigkeiten und die machen sie groß. Was, das alles nichts. Also mach die solche Sachen groß, das Wissen, das Ibadah. Das ist Genuss des Lebens. Wallah, das ist Genuss. Das ist Paradies in der Dunya und der Akhira. Aber das ist Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gibt das. Deshalb bitte Allah subhanahu wa ta'ala, mach ein Dua, dass Allah dir das gibt. Und ich werde euch bei vielen Gelehrten diese Sachen erzählen. Diese Stufungen der Werte. Sa'id al-Musayyib, dieser große Tabi'i, der Schwiegersohn von Abi Huraira, er hat Umar gesehen und Abu Bakr. Das ist der Imam von al-Hadith. Er war in al-Medina. Er hat viele großen Imme, die waren die Schüler von ihm. Al-Khalifa schickte einen Botschafter zu ihm. Der Sohn von Al-Khalifa will seine Tochter. Und da kam dieser Botschafter, dieser Rasul, kam zu ihm, er war in der Moschee, sagt zu ihm, oh Sa'id, Ad-Dunya kam zu dir, vollkommen. Sagt, wie, was meinst du? Sagt, Al-Khalifa will deine Tochter wie sein Sohn. Was sagt zu ihm? Sa'id, schau mal, das ist was, unser Thema. Was sagt Sa'id zu ihm? Er sagt, wen Ad-Dunya, gesamte Dunya, wiegt bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht ein Flügel von einer Mücke. Was ist mein Teil von diesem Flügel, dieser Mücke? Verständnis. Er hat diese Ehe abgelehnt. Und danach wurde geprüft. Er hat seine Tochter wie ein Talib gegeben. Dieser Talib, der war sehr arm. Der hatte nichts zu Hause. Das ist Verständnis, das ist saubere Verständnis, authentische, genau wie Propheten, Sahabe, Tabi'in, so haben es verstanden. So haben es verstanden. Die haben die Dunya nicht verehrt. Ja, die haben in der Dunya gelebt. Man soll nicht unter einer Brücke leben. Wir reden darüber nicht. Aber die Dunya kommt nicht rein im Herz. Bleibt draußen. Dunya bleibt draußen. Dunya ist keine Bedeutung. Dunya ist keine Bedeutung. Deshalb bleibt bei dem Körper. Der Körper ist auch keine Bedeutung. Das ist ein Material. Aber die Seele und das Herz drin, das Innere, das sind Bedeutungen. Das sind Bedeutungen.
Deshalb, dieses Stück Material von dieser Dunja kommt nicht rein. Wenn eine Dunja reinkommt, die verderbt das. Deshalb, du siehst viele Leute, die Herzen von ihnen, die Seelen von ihnen sind voll von der Dunja, deshalb, die verstehen keine Bedeutung. Die haben auch keine Bedeutung. Die genießen die Bedeutung nicht. Die sehen die Bedeutung nicht. Die sehen das nicht. Deshalb mach Dunja raus um dein Herz. Lebe sie. Kauf ein Auto, wenn du willst. Kauf. Aber obwohl du kaufst sie, das ist ein Stück Material. Vererst sie nicht. Wenn sie weg ist, Salam alaikum. Weg. Kannst sie morgen verkaufen. Du ein Haus kannst du auch morgen verkaufen. Kein Problem. Lebe in ein schönes Haus, aber dieses Haus kommt nicht rein in dein Herz. Soll draußen bleiben. Ja? Ich hoffe, er versteht das. Das ist ein Geheimnis. Wenn du das schaffst, du lebst in Ruhe. Du lebst zufrieden. Du lebst zufrieden. Du läufst auf der Straße und in deinem Herz ist ein Garten, viele Gärten. Du sitzt in einer Ecke, egal wo, in der Moschee, draußen, egal. Du wartest beim Arzt, du sitzt im Zug. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Du hast eine schöne Welt, was dir Allah gegeben hat. Also das ist ein Talib. Viele Talib jetzt, ich rede jetzt an die Universitäten der Welt und in vielen Orten, die sie studieren, um eine Stelle zu bekommen. Ja? Viele. Ich war in vielen Schulen. Ich habe gesehen, viele, die wollen nur eine Stelle bekommen. Wenn er seinen Abschluss hat, er will eine Stelle bekommen. Und das passt nicht. Das passt nicht. Du studierst das Wissen für das Wissen. Für das Wissen, nicht für was anderes. Du liebst es. Du studierst das Wissen, weil du es liebst. Nicht für was anderes. Wenn Allah dir was anderes gegeben hat, Alhamdulillah. Wenn es nicht kommt, du sollst so bleiben. Du verehrst das Wissen. Ja? Ich weiß, die Umma jetzt, die verehrt das Wissen nicht. Nicht wie früher. Die Umma jetzt, die verehrt das Wissen nicht. Und das ist eine Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Obwohl sie wissen, dass das Wissen eine Ehre ist. Aber sie tun dafür nichts. Die helfen nicht, Bücher zu drucken. Die helfen nicht. Schau mal die Moscheen. Wer regiert die Moscheen jetzt in diesem Land? Wer regiert die Moscheen? Leute, die keine Projekte haben. Die haben nur Projekte von Bau. Sie bauen. Aber Dauerprojekte haben sie nicht. Ja? Deshalb, es gibt keinen Durus. Es gibt keinen wissenschaftlichen Durus. Wird nicht Arabisch gelehrt. Wird nicht Al-Hadith gelehrt. Tafsir gelehrt. Ja? Also das ist ein anderes Thema. Also das ist unser Thema für heute, für unsere Halaqa. Beenden möge Allah subhanahu wa ta'ala euch Erfolg geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Wissen mehren und unsere Sachen erleichtern. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.